Hallo zusammen. Heute gibt's einen Augsburger Zwetschgadatschi. Der heißt wirklich so, das ist kein Name, den ich mir jetzt ausgedacht habe. Und das Besondere dabei ist, das werdet ihr dann zum Schluss dann sehen. Im Grunde genommen braucht man nur einen Hefeteig und Zwetschgen und dann das Besondere noch dazu und den Hefeteig, den zwacke ich mir wieder von meinem fast wöchentlichen Hefeteig ab, den ich mindestens alle 10 Tage mache für mein Frühstück, für meinen Hefezopf zum Frühstück. Das Grundrezept, das könnt ihr unten in der Info anklicken, wie ich meinen Hefeteig mache. Ganz einfach und da bleibt dann immer sowas über und heute geht es dazu den Zwetschgadatschi, und zwar den Augsburger. Ich habe schon andere Zwetschgadatschi gemacht, aber den Augsburger eigentlich noch nie. Und den haben wir nur in meiner Lehre gemacht, in meiner Lehrzeit, nur den Augsburger Zwetschgadatschi. Viel Spaß dabei! Ja, wie ich schon sagte, ich zwacke etwas Hefeteig von meinem Stollen ab. Ich wiege jetzt mal 400 Gramm, ich weiß ja nicht, wie viel ich für meine Form brauche und deswegen erstmal etwas mehr. Meinen obligatorischen Kreuzschnitt, damit ich meinen Teig richtig ausrollen kann, quadratisch oder viereckig, und dann werden die Zwetschgen vorbereitet. Pflaumen eignen sich für einen Zwetschgadatschi eigentlich nicht, die sind zu saftig und da könnte dann die ganze Sache schwimmen und das wollen wir eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch saftige Zwetschgen, aber die bekomme ich so richtig in den Griff, ihr werdet sehen. Hefeteig ausrollen und dann habe ich noch die kleine Form. 20 mal 24, das reicht für uns zwei, für meine Frau und für mich. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe diesen Kuchen mit meiner Frau alles auf einmal vernascht. Dafür aber das Mittagessen ausfallen lassen. Tja, ich habe es dann zusammengeschnitten, mein Hefeteig. Und zum Schluss habe ich dann nur 300 Gramm gebraucht für diese Form. Und deswegen steht auch oben im Rezept 300 Gramm Hefeteig. Und wie ich schon sagte, meine Zwetschgen sind etwas saftig und daher kommen etwas Kuchenbrösel auf den Hefeteig. Der kann dann, oder die Brösel, die können dann den Saft auffangen und binden. So, und jetzt die Zwetschgen drauf. Nicht sparen dabei, richtig gut fest füllen und einschneiden. Ihr kennt das ja, auseinanderklappen, gut auslegen. Je mehr, je besser, umso reichhaltiger ist der. Und dann bei 180, 190 Grad Ober-Unterhitze eine halbe Stunde backen. Je nach Größe und je nach Ofen. Und hier seht ihr, wie gut das zum Ausheben ist. Deshalb habe ich das Backpapier auch an der Seite stehen lassen. Und jetzt kommt der Augsburger. Ganz einfach. Zimtzucker kommt da drauf. Nichts anderes, keine Streusel, keine Mandeln. Einfach nur Zimtzucker und wer will, noch eine geschlagene Sahne dazu. Und leicht lauwarm schmeckt er am besten. Wie gesagt, wir haben beides zusammen das alles auf einmal vernascht und es hat uns sehr gut geschmeckt. Tja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal und alle anderen Zwetschgadatschi, die ich schon gebacken habe, sind dann unten in der Info.